Microsoft Studios. Dreihundertdreiundvierzig Industries. Und damit willkommen hier zu Halo 5 Guardians. Guardians, ne? Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Aber willkommen. Ich freue mich sehr, dieses Spiel spielen zu dürfen. Bin mega gespannt, wie es wird. Ich bin ultra... Oh, ich freue mich einfach. Und ich hoffe, ihr werdet an diesem Projekt auch viel Spaß haben. Das wird auf jeden Fall schön für die Halo-Fans unter euch oder die, die gerne Action mögen. Die werden hier auf jeden Fall Spaß haben. Das kann ich sagen. Willkommen, ja. Fangen wir mal an mit Kampagne. Natürlich Solo. Normal nehmen wir natürlich und beginnen direkt. Spiel wird geladen. Wir beginnen direkt mit der Kampagne. Sammle Gegenstände. Sammle Gegenstände. Doch, gefundene Schädel 0. Okay. Spiel wird geladen. Spiel wird geladen. Ah, ich freue mich. Spartanlog. Ich war lang genug beim MND, um die Wahrheit zu kennen. Wenn das hier vorbei ist, nach allem, was ich getan habe, werden sie ihnen befehlen, uns beide zu töten. Microsoft Studios erneut. Erneut 343 Industries. Feuerteam Osiris. In den letzten 72 Stunden wurden 5 Kolonien Opfer identischer Ereignisse. Gewaltige Zerstörung, Blutsväter Ursprungs. Dr. Catherine Elizabeth Halsey hat mit uns Kontakt aufgenommen. Sie behauptet, Informationen über die Angriffe zu haben. Halsey ist momentan auf Kamtschatka, in den Händen der Allianz. Sie müssen sich hinter die feindlichen Reihen schleichen, Halsey befreien und sie hierher bringen. Noch etwas. Dr. Halsey ist in der Gegenwart des Allianzführers Julem Dama. Wenn Sie ihm begegnen sollten... Verstanden, Commander. Viel Glück, Spartanlog. Infinity Ende. Nachverfolgung online? Bestätigt. Also, bevor wir gleich abspringen, möchte jemand noch was sagen? Ich muss keine großen Worte verlieren. Ihr wisst doch so, dass ich eine scheiß Angst habe. Locke, geht die erste Runde danach auf dich? Wer fragt, der zahlt. Feuerteam Osiris, wir haben grünes Licht. Halo 5. Funkcheck. Funkverbindung steht, Locke. Verstanden, Tanaka. Spartan Buck online ist bereit. Spartan Bane online. Entsichert. Kontakt! Come on.
Los okay, geht's. Damit Wyatt, willkommen. Hör den Funk an. Bestätigt. Buck, Tanaka, sichert ab. Okay. Bye. Welche Ecke gehe ich denn mal? Ich bleib mal in der Ecke erstmal. So. Ja, damit willkommen. Hier geht's auch schon los. Die Steuerung habe ich so ein bisschen gelernt, schätze ich mal. Das ist gut machbar, dass ich die Steuerung einfach gar nicht mehr kann. Damit müsst ihr wohl rechnen. Das tut mir dann auch ein bisschen leid. Aber Borsi nur ein bisschen. Und der Dame haben sich in der Blutsväterstruktur direkt vor uns verschanzt. Das ist unser Ziel. Kriegen wir schon irgendwie gebacken. Sie sagte, es würde etwas ganz Großes vor sich gehen und hat Captain Lasky ihre Koordinaten gegeben. Muss echt was Großes sein. Feinde. Er endet mal wieder auch ein Shooter. Ah, ja, das ganze Spiel ist natürlich, an die das echt nicht kennen sollten, only Xbox One, also only Xbox. Und ja. Ich hätte lieber ein Automatikgewehr, Mann. Was ist denn das? Was haben wir denn da? Oh, ja. Komm her. Aua. Aber ich mach das mal eben weg. Ich bin gerade ein bisschen... Oh, kommt das denn hier? Oh, ich bin ein bisschen dumm. In Space. Ah, schon besser. Schon besser. Komm her. Ekliges Vieh. Ah, so viele Waffen. So viele Waffen. Da haben wir das einmal nach. So, schon besser auf jeden Fall. Das Gewehr gefällt mir schon eindeutig besser. Gesichert. Weiter in Richtung Horsys Position. Oh, das ist, irgendwie sieht das Spiel verdammt hübsch aus, ne? Also, ich finde das gerade voll hübsch. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber ich finde die Grafik gerade mega irgendwie. Ist ja für, also, wie gesagt, ist ja ein Konsolenspiel. Aber ich finde die gerade mega. Wow. Die gefällt mir richtig. Rennen Sie und drücken Sie dann RB. Oh. Ja, okay. Ja, schon besser, ne? Stirb bitte. Danke. Ah, nehmen wir mal das Ding. Oh. Es gibt so viele schöne Waffen. Das ist immer ein schönes, ein Fest. Momentaner, von allen Seiten. Immer ein Fest. Sie könnten durch die Mitte brechen, aber das wird hart. Vielleicht sollten wir sie flankieren. Ja, ja. Ich würde mir erstmal diese... Geben wir ihm einmal rechts, links, Backpfeife. Was haben wir hier? Oh hä. Die Waffen sind ja der Wahnsinn gerade. Wow. Come on. Ah, ich glaube, das ist eins der ersten Xbox-Spiele, die ich so auf meinem Computer mache. Auf meinem Computer. Auf meinem Kanal, Mann. Ich mache Xbox-Spiele auf meinem Computer. So. Come on. Den haben wir erwischt, ne? Ja, der sollte kaputt gehen. War da noch jemand irgendwo? Da oben. Come on, komm her. Okay, den haben wir down. Oh, Shooter sind ja voll mein Ding. Ich liebe Shooter. Vor allem, wenn die noch Story enthalten. Story-Shooter mal ein Muss, Alter. Deswegen liebe ich auch Uncharted aktuell. Den ersten Teil habe ich jetzt echt gern gespielt. Das war echt super. Hat mir richtig Spaß gemacht. Und deswegen liebe ich auch The Last of Us jetzt. Und Uncharted aktuell auch. Echt awesome ist. Komm, stirb. Du musst schon sterben. Danke, danke. Nachladen einmal. Ich guck mal, was da jetzt ist. Ah, der ist weggesprungen. Ah, ne, der ist da noch. Versteck dich doch nicht. Du Schlawiner. Okay, den haben wir. Jetzt einmal den hier. Oh, haben wir down, okay. Jetzt diese kleinen Shithunde da. Und noch einer, oder? RB in die Luft gedrückt halten, um Bodenstampfer einzusetzen. Dauert ein bisschen lange, oder? Okay. Habe ich noch nicht so ganz verstanden gerade. Aber es lädt auch irgendwie so.
Ja. Ich muss erstmal die mehrere Schüsse aushalten. Ich glaube, wenn ich die zuerst töte, ist das ein bisschen sinnvoller. Ja. Okay, da war noch so einer. Das Gewehr gefällt mir gerade richtig. Down. Der lebt ja immer noch da unten. Auch down. Ja, nicer, nicer. So, lebt da unten noch einer? Lebte. Ah ne, da ist noch irgendwas. Down. Wo ist das Hundi? Komm, Hundi. Ja, nice. Böser Hundi. Okay, dann gehen wir mal weiter. Weiter. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Finde ich auch. Ist richtig nice, da ist so. Ich habe das hier gesehen, dass Dr. Horzi ihren linken Arm verloren hat. Wann ist das denn passiert? Eben gerade. Keine Ahnung, wann oder warum. Habe ich gerade gemacht. Bestimmt nicht wegen eines Streits, sonst hätte er ihr den Kopf abgehackt, nicht nur den Arm. Komm wieder durch. Da muss ich irgendwo ran. Ist verschlossen. Ja, wollte ich gerade sagen. Das Feld der Sicherheitsstation muss abgeriegelt sein. Kann man was tun? Die Artemis kann Blutsfiltersysteme analysieren. Vielleicht können wir so die Tür überbrücken. Ist das Artemis-Ding eins deiner alten MND-Spielzeuge? So ähnlich. Ich konnte Commander Palmer davon überzeugen, uns mit Prototypen aus. System analysiert. Sieht aus, als wäre da ein Überbrückungsschalter nahe der Decke des Raums. Mal sehen. Das sollte reichen. Scan abgeschlossen. Ja, nice, ne? Bewegen wir uns gerade? Ja. Kontrollpunkt. Tür ist offen. Die Artemis hat's gebracht. Oh. Locke, hör dir das an. Sie greifen die Rückseite des Tempels an. Bringt den Kraken. Ich nehme mal die mit. Ich nehme mal die Waffe mit. Das ist doch schöner. Oben war irgendwas. Also nicht einfach so. Ein Cracker. Ist aber süß. Ganz schön klein, oder? Ist das ein Arm? Joel verzweifelt wohl. Wie groß ist das, wenn das nur ein Arm ist? Hast du gelernt, sein Heli zu sprechen, Gaio? Als Kind war ich für 6 Monate in einem diplomatischen Shuttle eingesperrt, das im All gestrandet war. Also nutzte ich die Zeit, um mich weiterzubilden. Ja, das ist das Erste, was ich auch mache, wenn ich in einem Shuttle 6 Monate festsitze, ist, was zu lesen. Unser Ziel ist auf der anderen Seite des Schlachtfelds. Tag. Passt auf den Kraken auf. Die Allianz versucht damit durch die Linie der Prometaner durchzubrechen. Alter! Ich will nicht zwischen die beiden geraten. Systemausfall! Ich brauche Hilfe! Ich bin tot. Rettet mich mal bitte einer. Danke. Oh, das war gerade überfordert. Jetzt hier aber. Erfolg, ihr Team ist ihre Waffe. Ja, auf jeden Fall, Digga. Das Team sollte man nie unterschätzen. Einmal reinbumpen. Okay. Ah, da ist noch mehr. Ich wollte ihm gerade eine Schelle geben. Oh, das ist echt riesig, das Fieder, ne? Oh, oh. Ich sollte mich mal einmal heilen gehen. Danke, danke. Okay. Dieser kleine Krieg hier ist ja unglaublich, was hier alles abgeht gerade. Das ist ja, ne? Ah, ich geh mal auf den weißen. Aber es ist viel andersfarbig gewesen, sind immer stärker. Deswegen gehe ich automatisch immer auf die stärkeren. Punch. Punch, okay. Oh, come on! Wir müssen durch die Linien, wir müssen durch die Linien. Boah, den habe ich gegeben. Nein! Meine Panzerung blockiert! Oh, ich bin hier alleine, oder was? Leute, wo bleibt ihr denn? Ihr mich hier einfach im Stich lässt, Leute. So, erstmal Schelle gegeben.
Ja, aber wie viele hier auch sind. Ich geh mal woanders hin. Das ist mir hier ein bisschen. Lol, was hat mich erwischt? Meine Panzerung steht still. Was hat mich erwischt? Meine Panzerung blockiert. Ich muss ein bisschen mehr aufpassen, glaube ich. Ich bin anscheinend zu offensiv. Danke, Spartan. Was haben wir hier? Wieder hoch. Jetzt aber. Ha! Mit der eigenen Waffe. Kann ich den mitnehmen? Aua, ich kann das mitnehmen. Support ist mal so fucked up. Ich will das mitnehmen, das mag ich. Okay, nein, ich werf's weg. Ist ein bisschen, doch ein bisschen schwer, wie. Schwerliegig. Julem damals der Mutter ist kein Anführer. Es war nur eine Frage der Zeit, bis eine Version der Allianz zerbrechen würde. Wenn du mich fragst, könnte sie noch etwas schneller zerbrechen. Wir sind nah an Horsys Position. Ich nehme mal wieder das Ding mit, das fand ich bisher am besten. Auf Datenpfad zugreifen. Osiris geborgen. Oh, Erfolg freigeschaltet, Verschwörungstheorie. Springer! Hi. Sogar die neue Variante, wie die Europa. Feuer auf die beschädigte Panzerung. Okay, den muss man anscheinend so von hinten irgendwie am besten angreifen, oder wie? Ich bin ein bisschen verwirrt. Ah, das bin ich ja immer. Ich komme auf den da. Lass sie nicht zu Horsi durch. Wir brauchen sie lebend. Okay. Ein Punch an das Vieh, ein Punch an das Vieh. In der Luft, habt ihr das gesehen? Das war voll der Trickshot. Na, come on, du hast nicht mehr viel Leben da hinten. Wer ist tot? Alles klar, keine Gefahr mehr. Wir nähern uns Horsi und Jewel. Ja, wer ist tot, habe ich gehört. Kontrollpunkt. Ich glaube, wir müssen hier durch, ne? Hallo. Ah. Schon ein Ladebalken kommt, mal schon mal die Cam aus. Wo liegt das Problem? Es gibt mehrere. Wollen wir die Feinheiten des kausalen Abgleichs besprechen? Mehr menschlicher Sarkasmus. Sie haben also etwas von mir gelernt, Joel. Sie behaupten Zugriff auf die... Das habe ich. Allerdings behauptete ich nicht, dass dies sofort möglich wäre. Sicherheitslage ist instabil. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Und sollen Sie mir gefälligst den Respekt der Hand des Didaktikers zusteht. Scheint, als wollten Sie offen rebellieren, Hand. Das reicht! Hey, Schönheit. Sofort. Sichtkontakt. Die Arbeitsbedingungen hier sind unzureichend. Wenn sie noch so eine Übertragung sendet, keine. Ich habe genug davon, Doktor! Seit Wochen jagen sie vergeblich Phantomen hinterher. Dr. Halsey,
Captain Lasky möchte mit Ihnen sprechen. Wurde ja auch langsam Zeit. Oh, irgendwie mag ich diese Sequenzen voll, ne? Auch die am Anfang fand ich richtig geil. In der Traufe. Oder Taufe? Traufe! Vor 3 Wochen habe ich Ihnen meine Position geschickt. Ich hatte Sie gewarnt. Das besprechen wir später, Doktor. Palmer? Was hat sie getan? Wie weit ist es schon gekommen? Gute Arbeit, Osiris. Was meinst du, worum ging's da? Das werden wir nie herausfinden. Ah! So angespannt habe ich den Chief seit der Grundausbildung nicht mehr erlebt. Ihm geht's gut, Fred. So viele Missionen hintereinander sind echt gut. Sierra 117, meine Herren. Team Blau hat Agent Moon geortet. Anzeichen von Feindaktivitäten. Aber sie ist noch hier. Verstanden, 117. Schalten Sie alle Feinde aus und sichern Sie Agent Moon. Legen Sie los, sobald Sie bereit sind. Bestätigt, Infinity. 117, Ende. Bestätigt. Alles okay? Team Blau, ausrücken. Awesome. Einfach awesome. Was wissen wir über Argent Moon? MND-Forschungsstation. Im Blau sind wir. Der Kontakt brach vor 19 Monenten ab. Kelly, Linda. Plünderer entdeckten es und verkauften es an Julem damals. Frederick. Wir schalten die Alice aus und übergeben sie dem MND. Das geht am schnellsten, wenn wir die Steuerzentrale unter Kontrolle bringen. Wir schalten alle Feinde auf dem Weg aus und deaktivieren Schwerkraft und Lebenserhaltung. Das Rechenzentrum ist direkt voraus. Dort können wir Argent Moons Lageplan abrufen. Und da machen wir weiter in der nächsten Folge, Mission 2. Wir werden missionsweise die Folgen gestalten. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Lasst gerne eine positive Wertung da, wenn euch die Folge gefallen hat. Ich würde mich freuen und bis dann.